Bitte. Es ist mal wieder so weit. Seid lieber so freundlich und haut mir einen Sub raus und dann sind wir alle glücklich, Kappa. Ich mein's ernst, ne? Ansonsten raste ich richtig aus und muss jetzt den Stream verlassen und dann werde ich meinen Kanal löschen. Nachdem ich in letzter Zeit gefühlt halbe Internet geärgert habe und Vic auf mich reacted hat, das erwähne ich nur, weil... Flex, ist es mal wieder an der Zeit, mich an die Zermüllung einiger höchst eloquenter Gehirnausgüsse aus der einen oder anderen Community zu setzen. Und da Dr. Banks und ich jetzt beste Freunde sind, habe ich einen Haufen Kommentare von seinen Zuschauern bekommen. Praktisch als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Als Scheißgeschenk, aber da in letzter Zeit einige neue Leute dazugekommen sind, so 5, 6... 100.000. Erkläre ich euch kurz, was wir hier gleich machen. Oh ja, es ist mal wieder Zeit für eine Anleitung. Yay! Schritt 1. Wir ärgern einen YouTuber. Ich meine, wir sind super lieb zu denen. Das Ganze geht eigentlich recht einfach. Ihr müsst euch nur einen der vielen qualitätsentfremdeten YouTube-Dullis aussuchen und oft genug sagen, dass ihr Content kacke ist. Wenn ihr Pech habt, sperren die dann euer Video. Ja. Schritt 2. Warten. Wie ein Jäger auf der Spur eines gewaltigen Grizzlybären ist auch hier viel Geduld erforderlich. Nur mit dem Unterschied, dass unser Bär eher klein und ein bisschen dumm ist. Und es sind viele Bären. Oh, oh, oh. Und die sind alle dumm. Schritt 3. Oh, der hat gerade seine Community als dumm bezeichnet. Ihr wisst, was das heißt? Da wir alle Dr. Banks-Fans sind, gehe ich zumindest von aus. Tut dem Maske-Fan, ich grüß dich. Da wir alle Fans von Dr. Banks sind, hat er uns jetzt im Prinzip als dumm gefrontet. 3. Den Angriff starten. Wenn ihr bis jetzt alle Schritte... Ich finde persönlich, ich mag Wasp so an sich, sehr sympathischer Typ. Aber eine Sache muss ich sagen, gerade bei solchen Sachen, das kommt immer so... Also wenn er Kritik ausübt, ist das so richtig... Das ist halt keine Kritik, so wie er das rüberbringt. Man denkt dann halt, er meint es doch nur gut, das ist ein ganz, ganz lieber Typ. Man denkt dann nicht so, ja, er möchte Kritik ausüben, sondern oh, er hat ganz lieb was zu mir gesagt. Er hat mich zwar kritisiert, aber man denkt einfach so, der mag mich einfach. Wild. Man muss einfach mit der Stimme, musst du halt nochmal, oder musst du nochmal aufzeigen, wie scheiße du den findest. Einfach mal sagen, ey, du Bastard, ich hau dir so einen auf die Fresse, wenn du das nächste Mal so ein dämliches Video machst. Es wird so ekelhaft und dann werde ich deinen Kanal komplett auseinandernehmen, du dreckiger Abschaum. So ein Ding. Aber er macht das halt so. Ja, hey, die Sonne scheint, du bist so ein toller Mensch. Du hast da zwar Fehler gemacht, das ist gar kein Problem, mein Lieber. Denn du bist so eine tolle Erscheinung, Mann. Wirklich, wenn du kommst, dann geht die Sonne auf, mein Strahlemann. Das ist so schön. Ja, ungefähr so kommt das rüber. Und das ist dann seine Kritik. Das finde ich ein bisschen schade. Es kommt nicht ganz authentisch rüber, wenn er Kritik äußert. Ansonsten finde ich den sehr sympathisch. Korrekt befolgt habt, müsste sich eure Kommentarsektion mittlerweile mit einem ganzen Haufen wütender kleiner Fans gefüllt haben, die... Ich zahle 300 Euro fürs Badewasser. Würde ich tatsächlich auch machen. Würde ich auch bevorzugen. Bereit sind. Soll ich mein Badewasser rausbringen? Vielleicht bekomme ich dann auch krass viel Geld. Den Lieblings-YouTuber mit ihren wortgewaltigen und schonungslos dudenverachtenden Kommentaren zu verteidigen. Und wenn ihr das geschafft habt, geht es weiter zu... Green. Schritt 4. Auslachen. Weil das ist echt witzig. Und Schritt 5. Ein bisschen weinen. Gefolgt von einer Schweigeminute für die deutsche Grammatik. Reicht doch mal. Also holt euer Popcorn raus, legt die Badekugeln bereit und genießt die Show. Los geht's. Du bist der schlechteste YouTuber der Welt. Okay, Leute. Es ist mal wieder soweit. Wir müssen googeln. Ach, das ist jetzt eine reinste Kommentarsache, okay. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ein U-Toner ist. Aber jetzt muss ich ihm zustimmen. Ich wäre ein ziemlich schlechter Damen-BH. Obwohl. Warte, was? Dein Ernst? Ja. Waspel ist nicht cool. Das, mein kleiner wütender Fan, ist eine Lüge. Ich bin sowas von cool. Ich nehme Koks. Mich macht diese glückliche Hintergrundmusik macht mich aggressiv, Leute. Ich muss dringend irgendwas zusammenschlagen. Irgendwie ist es gleich soweit. Okay, kein Beef. Aber Witze voll scheiße, Videos scheiße und Banks ist Ehrenmann. Bei solchen Kommentaren frage ich mich immer wieder, wie das Ganze zustande kommt. Vielleicht ist ja beim an der Tastatur lecken die Kommataste abgefallen. Ja, aber warum leckt man an seiner Tastatur? Verstehe. Nein, du verstehst nicht.
Und als ich schon dachte, den absoluten Tiefpunkt der heutigen Rechtschreibfähigkeiten erreicht zu haben. Ey, das tut mir immer weh, wenn ich sehe, was. Also, wie klein die Kinder sein müssen, die teilweise solche Kommentare schreiben. Das macht mich einfach nur traurig. Passierte das. Du Scheiße! Du Scheiß! Scheiße. Ich glaube an dich, Scheiße. Jeremy Pascal. Aber fand ich gut. Irgendwann kriegst du das hin. Du Volli, ich glaube, du hast schon 70.000. Ja, das ist gut möglich. Du warst nie nett! Was? Dass er eine junge Community, weil er vermutlich Let's Plays von Kinderspielen macht. Das kann schon sein, aber... Ja, du bist auch nicht gerade ein toller YouTuber. So ist es auch normal, wenn was scheiße ausgeschnitten... Du bist auch nicht gerade ein toller YouTuber. So ist es auch... So ist es auch normal, wenn man, wenn was scheiße ausgeschnitten war. Was ist jetzt los? Und du rechtfertigst dich! Das war ja auch ein Antwortvideo. Banks ist, glaube ich, auch nicht viel besser in der Schule als du. Ich habe absolut keine Ahnung. Du bist eh super fies! Was ist gerade passiert? Warum musst du alle YouTuber beleidigen, die ich mag? Du Arsch. Ich finde das gerade witziger, als ich wahrscheinlich sollte. Außerdem verspüre ich wieder das Verlangen, kleine Kinder mit Duden zu bewerfen. Ich wäre ein toller Kindergärtner. Du hast einfach den Daumen rausgeschnitten, wieder erklärt, wieder sagt, wie die ungerade Zahl entstanden ist. Alter, NeedToKnow hat ja auch ein neues Video rausgehauen. Nach 10.000 Jahren. Ich muss halt sagen, mit NeedToKnow verstehe ich mich. Wir haben auch schon des Öfteren mal geschrieben, so, ne, auf Instagram, folgt mal uns, bla bla bla. Aber dieses ständige Autotune, zuerst ist so, dass man die Stimme so verzerrt. Ich finde das. Da kriege ich nicht nur Ohrenschmerzen, sondern da kommt mir auch wirklich die Kotze. Ne? Das macht mich so aggressiv. Erstens. Schwierig, kauf dir einen Duden! Zweitens. Ja, ich habe den Teil rausgeschnitten, in dem Dr. Banks erklärt, wie die zwei unterschiedlichen Zahlen zustande kamen. Weil das ein Witz war! Hör doch auf, Ben zu ärgern. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Ich mag Rebecca Wing auch nicht. Was ist denn das für ein... gut, es kommt von Victoria Sarina Fan. Aber was ist das für ein Geheimnis? Ich mag Rebecca Wing auch nicht. Was ist das für ein Geheimnis? Alter, aber so... bitte sag's nicht! Bitte sag's nicht Rebecca Wing weiter! Nicht, dass sie mich dann nicht mehr mag! Oh, ich werde dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. Aber Banks ist trotzdem scheiße. Dr. Bunson ist besiff, du Arschgeh, dich verkrampfte Lappen! Wie es aussieht, erleidete der Kommentarschreiber während dem Verfassen dieses Meisterwerks einen spontanen Schlaganfall. Ruhe in Frieden, Kevin. From the Movies, dankeschön für den Follow. Was ist? Was ist denn das jetzt? Kevin. Warum denn jetzt Kevin? Hieß der Kevin, der Kommentarschreiber? Der heißt Neos King und er nennt es einfach Kevin. Ich finde, das ist schon wieder, weißt du, so eine beleidigende Art und Weise. Ich hab doch ein Dislike. Ruhe in Frieden. Waspel ist frech. So sieht's aus. Wenn du als nächstes so ein Video machst, informier dich besser und red dich nicht immer aus allem raus. Und wenn dein Argument ist, dass alles nur Spaß ist, dann kennzeichne das. Nur so als Info. Ja, weil das hier natürlich absolut ernst gemeint ist. Das habe ich mich schon bei Dr. Banks gefragt. Wie offensichtlich muss ich das Ganze denn noch ironisch inszenieren? Ich empfehle meinen Zuschauern, Badekugeln zu schnupfen. Ja, ich finde es aber wirklich krass. Dass viele Kinder, also, dass, ja, Kinder haben noch nicht diesen ausgeprägten Humor oder sie verstehen noch nicht Sarkasmus, aber dass so ein extrem offensichtlicher Sarkasmus nicht verstanden wird, ist schon wild. Das ist schon wirklich wild. Okay, vielleicht sollte ich das nicht machen. Aber das ist ein anderes Thema. Dass so viele Leute das Ganze ernst nehmen, kann ich echt nicht verstehen. Aber gut für uns. Da kann man sich super drüber lustig machen. Komm schon, schön erstmal Clickbait-Titel und danach sagen, ist kein Beef. Und hör auf, Kinder als Tanzzapfen zu beleidigen. Ich kann Kinder so oft als Tanzzapfen beleidigen, wie ich will. Solche Sätze sollte man einfach nicht sagen. Du bist Kaka. Ja, und du bist dumm. Naja Leute, kennt ihr diese etwas besonderen Kinder, die ein paar Mal zu tief in der Nase gebohrt haben? Das sind solche Leute, die deine Mutter beleidigen, dich einen Hund nennen oder ein Mero-Album kaufen. Wir sind kurz vorm... Oder es sind diese ganzen Non-Subs, die genau das gleiche machen. Die einfach Mero-Alben kaufen. Ich kann es euch doch nicht... Was soll ich noch dazu sagen? Ich finde es einfach auch selber traurig. Thema abgekommen. Manche machen das dann ein- oder zweimal. Andere schreiben dir das 16 Mal in die Kommentare. Wie viel Freizeit kann man haben? Warum machst du das? Weil ich es kann! Achtung, Achtung! Dieses Video bitte nicht beim Zähneputzen anschauen. Was genau ist da passiert?
Warte, ich glaube, das wollen wir alle nicht wissen. Das hört sich nicht gut an. Und ehrlich gesagt, Leute, hat sich mein Lebenswille dank diesen Kommentaren mal wieder absolut dezimiert. Aber einen Versuch starten wir noch. Es kann doch nicht jeder von diesen Fans so dumm sein. Ich mag Banks und ich kann recht schreiben. Aber wieso? Okay. Also, wieso? Ich bin raus! Ist doch egal, ob das schwul ist. Nein, ist es nicht, Mann. Ich will wissen, ob ich eine Chance habe. Und sind recht seriös. Ein paar eher weniger. Und manche sind einfach. Also es gibt kein Dislike, aber. Also ich finde wirklich zu Waspel, der bekommt ja krass viele Abonnenten, ne? Der hat ja heute, glaube ich, auch schon wieder 1000 Abonnenten gemacht, ne? So wie ich das jetzt hier mitbekommen habe. Der ist schon krass am Start. Aber ich bin euch ehrlich, ich finde. Na gut, fast 1000. Ja gut, er hat jetzt 74.000. Hier 74.100. Das heißt, hier nochmal 200 dazu rechnen. Ich weiß nicht, Leute. Es ist jetzt nicht ein YouTuber, wo ich sage, Alter, da muss ich mir auf Krampf Videos angucken, weil ich so gehypt drauf bin. Das ist mir einfach viel. Ich finde, das ist mir einfach viel, viel, viel zu freundlich. Also so übertrieben freundlich, so richtig gestellt, so richtig gespielt freundlich. Und das, keine Ahnung, das feiere ich halt nicht so extrem.